Hallo ihr Lieben, willkommen bei Vertrau dich. Ich bin Anita Honling, Expertin für Face Reading und Psychophysiognomik und ich habe mir heute einen wunderbaren Gast eingeladen, auf vielfachen Wunsch, die Fotografin Carla Schradi. Und zwar hat sie mich fotografiert für meine neue Website und diese Bilder habe ich auf Social Media geteilt und so viel Rückmeldung bekommen. Wer ist diese Fotografin? Kann man die buchen und so weiter, dass Carla und ich uns entschlossen haben, hier mal ein Gespräch zu führen. Denn Carla hat eine ganz besondere Kompetenz. Liebe Carla, willkommen. Möchtest du gleich zum Einstieg von dieser Kompetenz kurz berichten? Ja, klar. Hi, ich bin Carla und ich bin Fotografin. Danke, dass du mich eingeladen hast und dich von mir hast fotografieren lassen, natürlich. Ja, auf jeden Fall habe ich auch was mit der Psychophysiognomik zu tun. Ich hatte mal vor einigen Jahren die Grundausbildung gemacht bei dir, Anita, und habe seitdem sie immer in meinem Kopf mitgetragen, manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv, aber habe auf jeden Fall in der letzten Zeit, also fotografieren tue ich schon länger, aber in der letzten Zeit nochmal mehr gespürt, dass es doch einige Spuren hinterlassen hat und dass ich ganzheitlich auf die Leute gucken kann und auch auf mich und mir meiner Fähigkeiten bewusst bin. Und somit das Gefühl habe, ich hole die Leute so ab, wo sie stehen und hole dadurch das Beste aus ihnen heraus, was ich dann gerne fotografiere und wodurch jeder ein gutes und sehr gutes Foto von sich haben kann oder ein Shooting. Ja, genau. Das könnte man schon so als Alleinstellungsmerkmal bestätigen, behaupten. Ja, und das kriege ich auch immer wieder zu hören, denn ich kenne dich schon länger und ich bin ja selbst Fotografin und zumindest war das mein erster Beruf. Und ich empfehle dich von Herzen gern, liebe Carla, und alle Kunden, Freunde, Bekannte, Klienten von mir, denen ich dich empfohlen habe, haben mir ein wunderbares Feedback und große Dankbarkeit gezollt, weil du diese beiden Dinge auch vereinst, diese zwischenmenschliche Kompetenz, weil du das Face-Reading ein Stück weit mitnimmst in deinen Beruf und Menschen eben auch viel Spaß haben mit dir beim Shooting und sich eben zeigen können, wie sie sind. Also das ist ja ein ganz, ganz schönes Feedback, was mich erreicht und was ich eben auch selber am eigenen Leib erfahren durfte. Denn wir beide, ne, haben eben für meine Website geshootet, einen halben Tag, echt, ne, das ging wirklich zack, zack. Und ich darf mal erzählen, dass du auch in der Lage warst, als so junge Fotografin, mir einen Raum zu geben, wo ich auch sehr viele Facetten habe zeigen können. Und vielleicht zeigen wir jetzt auch mal ein paar Bilder, damit das auch für alle, die jetzt nicht mir auf Social Media schon eine ganze Weile folgen oder auch diese Serie gesehen haben, was ich meine. Als erstes bist du ja schon mal sehr in der Lage, auch Ruhe herzustellen. Also ich als Fotografin habe auch andere Kollegen oder auch andere Settings erlebt, du mit Sicherheit auch, ne? Dass eben manchmal auch es beim Shooting sehr dynamisch zugeht und dass man sich vielleicht auch nicht so lassen und auch so in Ruhe ankommen kann, weil es ist viel Aufbau und man hat dies und das zu entscheiden und ja. Ja, oder? Ja, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, weil ich kenne ja nur mich. Aber auf jeden Fall weiß ich von mir auch durch die Psychophysiognomik, durch das Face Reading, dass ich einen sehr hohen Ruheanteil in mir habe und irgendwie auch so geerdet bin oder mich dahin bringen kann. Neben dem auch noch so eine helle Haut oder eine dünne Haut und dadurch sehr empfindsam sein kann, wenn ich möchte oder ich glaube, ich kann das nicht ausstellen und dementsprechend einfach viel Empathie bei mir mitkommt und ja, und dadurch dann nochmal durch dieses Verständnis dessen ich auch ganz anders auf die Leute zugehe. Also jetzt nicht nur von meinen Fähigkeiten gesprochen, sondern dass ich das Vertrauen und das Wissen habe oder die Sicherheit, dass in jedem eben diese umfängliche
Schönheit oder das steckt, was genau richtig ist. Ja, eben auch diese individuelle Schönheit zu sehen, ja, jenseits von Schönheitsidealen. Also das beweist du immer wieder. Die Bilder, die ich sehe, die sind besonders. Ich meine, du hast ja auch eine sehr künstlerische Ader auch, aber eben auch ein ganz tolles Gespür für das So-Sein des Gegenübers. Und ja, vielleicht hat das Face-Reading das auch ein Stück weit noch natürlich optimiert, was sowieso auch an Fähigkeiten in dir ist. Und ich komme noch mal darauf zurück, dass ich eben auch am Anfang auch unseres Shootings auch erstmal deine Ruhe genossen habe, dass du mir als auch alte Häsin, ne, natürlich in vielerlei Hinsicht das Gefühl gegeben hast, ja, ich mache das schon, ich mache das ganz in Ruhe, ich suche aus, wo wir anfangen. Ich konnte mich erstmal lassen und die ersten Bilder waren auch wirklich Bilder, wo ich sehr konzentriert und selber in der Ruhe war und wo auch meine Fähigkeit, Ruhe auszustrahlen, was ich ja auch kann in meinen Beratungen, was auch wirklich ein Teil meiner Arbeit ist, diesen Raum herzustellen, das ist in diesen Bildern auch zu spüren, ja, und das hast du aus mir herausgekitzelt, genauso wie wir natürlich dann auch totale motivierende Bilder gemacht haben, wo du mich auch angeregt hast, so Thumbnail-Fotos für meinen YouTube-Kanal zu machen und mich auch wirklich in Situationen reingeschickt hast, ne, wo wir natürlich auch dynamisch waren und wo wir ganz viel Spaß hatten und wo es wie von selber ging, dass ich einfach ganz viel von meinem schauspielerischen Talent habe zeigen können, können wir ja auch hier mal so ein paar Shots zeigen. Und ja, und dann haben wir zum Schluss eben auch so ein kleines Shooting gemacht zur Seite über mich, wo ich sehr persönliche, wo sehr persönliche Bilder raus entstanden sind, sehr ganz individuelle Bilder. Und wie du das geschafft hast, dass die entstanden sind, weiß ich heute noch nicht so richtig, aber ich liebe sie. Und sie zeigen eben auch wirklich Facetten von mir, die man auch, ja, die man sehen muss, wie du eben und auch einfangen muss. Und da bin ich immer wieder begeistert, was du da schaffst, Carla. Und ja, und auch eben in meinem Fall da mir für eine schöne Bandbreite meiner eigenen Persönlichkeit abgebildet hast. Und ja, deswegen freue ich mich auch, dass das so gelingt, dass du diese beiden Gewerke, sage ich mal, das Fotografieren und aber auch das, die zwischenmenschliche Kompetenz so zusammenbringst, dass eben diese Porträtfotografie, wie du sie machst, Menschenfotografie, so besonders ist. Wow, dankeschön. Ja, das freut mich sehr und bestätigt mich auch sehr in dem, was ich am liebsten mache, fotografieren. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, dass mir Leute gegenüber sind oder so wie du an dem Tag warst. Du warst offen und bereit, auch dich von mir zu fotografieren zu lassen, was natürlich auch sehr wichtig ist und es mir nochmal einfacher macht, da mehr zu agieren. Aber ja, das natürlich. Ja, aber ich weiß auch, ne, dass du es auch mit Menschen schaffst, die nicht so ganz sich auf ein Fotoshooting freuen. Ja, da hatte ich ja auch eben Menschen, die mich gefragt haben, komm, kannst du mich denn fotografieren? Ich arbeite nicht mehr als Fotografin. Ich empfehle Carla. Und die gesagt haben, ja, aber ich bin und ich war vor der Kamera, bin ich gar nicht und so weiter. Und nach dem Shooting mit dir, ne, habe ich Rückmeldungen bekommen, boah, das war so eine schöne Atmosphäre und es war so leicht und ich konnte eben authentisch sein und die Bilder waren so schön und eben so ungewöhnlich auch und das schaffst eben du, ne? Und das bin dann nicht ich, die bereit ist, sondern du schaffst es auch mit Menschen, die dich nicht kennen und ja, und das ist eben auch was Besonderes und ja ich versuche immer so zu begegnen, dass man sich mir auch öffnen kann, also wenn man sich eben nicht so wohl fühlt oder ich kenne das selber, ich persönlich lasse mich total ungern fotografieren und weiß ganz genau, wenn ich aber selber das abgeben kann an die Person, die mich jetzt zum Beispiel fotografiert, dann bin ich auch ganz anders drauf, dann bin ich nicht so verkopft und genau das ist mein Goal, mein Ziel, da Energie reinzustecken in das Zwischenmenschliche und ja,
Das klappt, glaube ich, ganz gut. Ja, das glaube ich auch. Magst du mal sagen, was für Best-Practice-Beispiele, welche Menschen du schon fotografiert hast oder welche, welche Porträtzielgruppen du auch schon hattest oder welche Erfahrungen du auch schon hattest? Ja, klar. Also ihr könnt auf jeden Fall alle auf meinem Portfolio mal schauen. Mhm. Da habe ich eine relativ große Bandbreite ausgewählt von dem, was ich bisher alles so gemacht habe. Also generell fotografiere ich schon, glaube ich, seit 10 Jahren gefühlt jetzt. Jetzt bin ich 23 und habe irgendwie schon alles einmal mindestens gemacht, industriell oder mehr Richtung Business, ganz klassische Porträts von angefangen immer bei Freunden, aber mittlerweile auch Menschen, die irgendwie gute Bilder von sich brauchen. In letzter Zeit konzentriere ich mich auch manchmal auf Künstler oder Schauspieler und versuche einfach Menschen zu finden, die ein gewisses Tool oder einen gewissen Gegenstand mitbringen, den sie anwenden oder benutzen für ihr Sein oder ihre Arbeit. Und ich versuche das dann möglichst komprimiert zu abzubilden. Und ja, generell, aber kommerziell gesehen habe ich auch schon, mache ich gerne Porträts generell von, wie sagt man, Institutionen oder alles Mögliche, ob Arztpraxis oder Beratung, so wie du, Anita, Einzelpersonen, mehrere Gruppen. Eigentlich alles. Menschen, die Spaß an dem haben, was sie auch selber tun, dann werden die Bilder umso besser. Aber auf jeden Fall viel mit Herz, Persönlichkeit und ja. Ja, genau. Und das ist es eben auch, ne? Die Bilder sollen ja in die Anziehung gehen, wenn wir uns in die Hände eines Fotografen, einer Fotografin begeben, um zu sagen, ja, bilde mich mal ab mit meinem Business, mit meiner Vision, mit meiner Intention. Dann möchten wir ja, dass das auch rüberkommt, dass das strahlt, dass wir eben damit auch strahlen auf unsere Art. Und da braucht es eben auch dieses beides, diese fotografische Kompetenz, natürlich auch die Technik, die du ja drauf hast, die du lernst. Du reist natürlich auch mit einem komprimierten, aber professionellen Equipment an, hast das drauf, wie man eben Licht setzt, und das machst du ganz sensibel, aber eben auch diese Atmosphäre herzustellen und die Menschen so zu sehen, wie sie sind, und ihnen auch den Mut zu geben, sich zu zeigen, wie sie sind, und damit eben in die Anziehung zu gehen. Und das, ja, ist ganz großes Kino. Du bist so jung. Ich kenne dich ja schon länger, aber du hast schon so früh angefangen, das zu deinem Instrument, zu deiner Ausdrucksform zu machen, die Fotografie, dass ich eben auch immer begeistert war, wie du diesen Weg gegangen bist und jetzt als junger Mensch schon so eine große Bandbreite an Erfahrung und Kompetenz mitbringst. Und ich bin dankbar, dass das Face Reading, die Psychophysiognomik, das ein Stück weit mit supportet und auch jetzt, wie du das so sagst, ein bisschen zu deinem USP geworden ist, weil du es wahrscheinlich im Vergleich zu anderen auch merkst, dass du da besonders bist. Das hat man ja nicht sofort auch so begriffen, sondern das kommt ja auch, denke ich, mit der Zeit. Und das ist wirklich ganz, ganz toll, dass ich das auch selber so am eigenen Leib spüren durfte. Und das macht mich richtig glücklich, liebe Carla, dich da so in deinem Element zu sehen. Und das wünschen wir uns alle, dass das, was in uns steckt, gesehen werden kann, dass es zum Ausdruck kommen kann, dass wir unsere Berufung eben finden und das, wofür wir brennen. Und ja, bei dir ist das geglückt. Und diese Mischung, wie du sie eben auch schon gesagt hast, aus Empathie, aber doch auch diesem geerdeten Ruhe naturell, was du ein Stück weit auch hast, ein bisschen weiter unten, das sehen wir jetzt so nicht. Genau, da oben ist sehr viel Empfindungsenergie, aber du hast eben auch nicht unbedingt diese knabenhafte Hüfte, sondern du kannst Ruhe ausstrahlen mit deinem Becken. Du hast wirklich ganz, ganz eine tolle
erdende und auch Ruheenergie-Eigenschaft in sich trägt. Und das ist eine tolle Kompetenz. Und wenn man nur nach Schönheitsideal oder klassischem Schönheitsideal geht, kann man sich, glaube ich, in dieser Bandbreite gar nicht so annehmen, oder? Das war bei dir mit Sicherheit in ganz jungen Jahren ähnlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das muss man gar nicht erklären, dass man da viele Ideal nacheifert oder entgegeneifert. Aber wie ich am Anfang auch gesagt habe, das Face Reading ist auf jeden Fall eine Methode oder ein Weg, sich selber so kennenzulernen, wie man ist, aber dann auch die Akzeptanz zu lernen und zu sehen, dass so wie man ist, das genau richtig ist. Und wenn das anders wäre, das wäre auch nicht gut oder besser, auch wenn man es vielleicht äußerlich gesehen gerne anders hätte oder das eben nicht dem Ideal entspricht. Genau, also das ist auf jeden Fall immer ein Thema und dass ich jetzt in der Fotografie natürlich noch mehr damit konfrontiert bin als nur mit mir selber, ist natürlich noch bezeichnender, aber umso mehr passt es irgendwie, weil es ja dann doch genau mein Thema ist und Menschen, Aussehen, Charakter, Persönlichkeit und ja, das die beste Version von sich selbst zu sein, wollen wir alle. Und ich hoffe, dass ich da schon vielen Leuten auch irgendwie ein bisschen was mitgeben kann von mir. Genau deswegen, weil ich es so mache, wie ich es mache, dass wir halt einfach alle happy sind mit uns. So. Ja. Ein schöneres Schlusswort kann man nicht finden. Das ist das Ziel, dass wir uns so annehmen, wie wir sind, dass wir happy sind mit uns und dass wir uns so zeigen können, wie wir sind, mit diesen Facetten und jenseits von Schönheitsidealen und Vergleichen, sondern wirklich zu unserer Individualität stehen können. Und du fängst sie wunderbar ein, die Individualität. Und deswegen, ja, ich verlinke natürlich das Portfolio von Carla hier rund um dieses Video und vielleicht hat sie ja noch einen Termin frei für dich, für euch. Ihr dürft sie kontaktieren. Ich empfehle sie aus ganzem Herzen und ich freue mich, dass wirklich so ein junger Mensch mit so viel Bewusstsein unterwegs ist und auch natürlich das Face Reading ein Stück weit mittransportiert, so wie sie es tut. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Carla, dass wir hier so offen und schön sprechen durften und dass wir, ja, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ich freue mich auf jeden, der mit mir was zusammen machen möchte und arbeiten möchte. Und danke dir, Anita, dass du mir hier auch den Raum gegeben hast, darüber zu sprechen. Sehr gerne, von ganzem Herzen. Liebe Carla, lass dir gut gehen. Danke allen, die zugeschaut haben und alles Liebe. Ciao.